Hallo meine lieben Freunde, ich bin's wieder, euer Robin Hood. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid, das freut mich. Den Rest schenken wir uns. Mount Panorama, wieder mit dem SLS AMG. Es gibt so wenig Geld hier in diesem Spiel. Ich habe mir noch nicht mal vernünftige Reifen für eine andere Karre. Na, wir sind schon mal Mount Panorama gefahren und der SLS ist sehr gut auf dieser Strecke. Ja, ich wünsche euch viel Spaß dabei. Ich habe jetzt für Call of Duty Vanguard, wir haben ja zwei Multiplayer-Folgen gezockt. Ich habe 50-50 Abschussquote, das ist für meine Verhältnisse gut. Und mit dem Controller lässt sich das wunderbar zocken, Call of Duty Vanguard. Und wir werden heute noch die Kampagne anfangen. Musste man extra noch runterladen, aber habe ich alles gemacht. So, wollen wir mal sehen, was hier abgeht. In der D-Klasse. Ja, ich wünsche euch viel Spaß und wünsche mir Glück, dass wir gut durchkommen. Ohne zu viel Rempeleien. Und wir fahren mit Controller, also mit Lenkrad wäre ich 2-3 Sekunden schneller, aber es ist entspannter mit dem Controller. Muss ich nichts aufbauen und so. Ja, Mann, Alter, die fahren hier so langsam, ey. Muss ich vom Gas gehen? Hier fährt man mit Vollgas durch. Trottel, Alter. Und tschüss. Der Trottel endlich weg da. Vorsicht. Hart am Limit. Hier muss man viel Schwung mitnehmen. Auf die lange Gerade. SLS hat eigentlich einen guten Topspeed. Wie man sieht.
Wir hätten fast die beste Runde geknackt. 2.18.9.77. Er ist 2.18.6.22 gefahren. Wir sind gut unterwegs. SLS funktioniert auf dieser Strecke wunderbar. Oh. Naja. Das Heck ist manchmal ein bisschen leicht, aber muss man wieder aufs Gas treten, dann geht das. Na, hat's da vorne ge... Naja, wir schaffen das nicht mehr, an den Deutschen ranzukommen. Oh, 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 oh. Ja, ich fahr am Limit, ne? Das seht ihr. Und das schaffen wir sowieso nicht mehr. Aber wir sind fünfter Platz und das halten wir auch. Der Schaden müsste gleich nach langen Geraden wieder rausgehen. Der Audi hinter uns kriegt uns nicht mehr. Ist auch nicht der richtige Wagen für die Strecke, weil der ein Fronttriebler ist. Ja, dann geht der Schaden jetzt raus. Müssen wir beim Anbremsen ein bisschen aufpassen. Ja, geht. So, Schaden ist raus. Ja, jetzt haben wir eine langweilige Runde hier. Hinter uns der Finne ist weg. Wo ist der denn? Hat er einen Fahrfehler gehabt? Hat wohl nochmal Morgenluft geschnuppert. Und hat es dann übertrieben. Oh, ja, der Curb ist sehr hoch. Das hat man auch gesehen. Aber die höchsten Curbs gibt es auf der Nordschleife. Ein bisschen zu schnell. Na, ich habe jetzt auch keinen Bock mehr, weil wir können hier ganz alleine hier rumfahren. Hinter uns, die sind zu schlecht. Und vorne wäre ich nur mit Qualifying rangekommen. Oh, es sind viele Deutsche unterwegs. Ich schaue gerade oben. Einer vor uns, zwei hinter uns. Na, die hinter uns sind sehr schlecht. Und zweiten ist noch ein Deutscher. Na gut. 12 Minuten ungefähr das Rennen. Da vorne ist ja schon der Deutsche. Er hat einen Fehler drin gehabt. Also ich mache eigentlich... Na gut, das war jetzt langweilig. Dann hat man nicht mehr den Fokus. So. Na, ich weiß nicht. Ich mag den GTR nicht in der Gruppe. Gruppe 4. Ist nicht mein Wagen. Ich mag ihn generell nicht. Ich bin ihn schon ein paar Mal gefahren.
Der Alpha, ja gut. Was haben wir hier noch? Ja, der Megan, den kannst du sowieso vergessen. Ich glaube, der hat zu wenig Top-Speed. Ja. Mal sehen, ob wir gleich in das nächste Rennen fahren können. Ich würde gerne mal Laguna Seca fahren. Mit Boxenstopp. Also, scheiß 16.000 Euro hier. 16.000 Credits. Ist einfach schäbig hier, wie wenig Geld man hier macht. Das Forza Motorsport und Forza Horizon. Ja, einfach besser. Das dauert wieder. Nee, 5 Minuten. Das auch. Ja, wunderbar. Das ist geil hier mit Straßenwagen. Das hätte sowieso eine ganze Woche lang nur 3 verschiedene Rennen, ja. Und da hätten sie ruhig mal 6 und dann nochmal 3 und nochmal 3 machen können. Und ich möchte jede Woche Straßenwagen haben. Ja. Jede Woche. Weil ich fahre eigentlich noch lieber Straßenwagen als Rennautos. Das hatten wir ja alles zur Genüge bei Gran Turismo Sport. Und Gran Turismo 7 muss auch Straßenrennen zur Verfügung stellen. Das machen sie ja zum ersten Mal in dieser Ausführung. Hier haben wir ein paar Autos zur Auswahl. Ja, wir haben, wie gesagt, selber Autos. Na, der ist nicht schlecht hier. Also, obwohl Laguna Seca ist eine Allradstrecke, aber wir haben hier kein Allrad. Den mag ich überhaupt nicht. Ich muss ihn nochmal testen, aber es ist nicht so mein Auto hier, der neue BRZ. Ja, das sind die Autos, die wir haben. Da würde ich fast schon sagen, würden wir den hier nehmen. Mit dem hatte ich gute Erfahrungen. Im Brands Hatch. Ja. Nehmen wir den einfach mal. 3 Minuten geht's weiter. Ja, einmal auf Hard und einmal auf Medium. Hier, wenn wir den Wagen haben, können wir uns die Reifen selber aussuchen. Wenn man ihn nicht hat und den eben hier einen anderen nimmt, ihr wisst, wie ich das meine. Also ich würde immer zuerst die harten nehmen und dann die mittleren raufsetzen. Mittlere? Wir haben keine mittleren. Deswegen blinkt er da auch wieder blöd rum. Na, können wir uns noch kaufen, oder? Wir haben kein Geld dafür. Das ist doch wohl nicht wahr. Ja, nur weil wir so ein läppisches Negergeld hier bekommen, ey. Toll. Haben wir überhaupt ein Auto, was hier geht? Ja, der hat die mittleren. Dann können wir jetzt, dann muss ich da mich vorbereiten für morgen. Dann können wir nur den Z4 fahren. Intermediens und Wett. Haben wir hier auch Intermediens? Muss man dann auch haben, obwohl das ja noch nie Regen gegeben hat. Gut. So, alles klar. Dann machen wir hier aber jetzt erstmal die mittleren, die harten rauf. Weil wir als letzter starten und wir wollen zum Schluss Plätze gut machen, wenn das Feld sich sortiert hat. Und zu Anfang hat man ja sowieso nur Ärger mit diesen ganzen schlechten Fahrern und da kann man lieber die harten nehmen. Und zum Schluss hat man mehr, kann man besser die weichen Reifen einsetzen. Ich glaube, ihr versteht, wie ich das meine. Ja, genauso machen wir das auch. Prost. Ich habe 2 Multiplayer-Folgen gemacht, weil ich wusste nicht, dass die Kampagne noch runtergeladen werden muss von Call of Duty Vanguard. Ich bin sehr zufrieden, muss ich ehrlich sagen. Also ich hatte gestern gleich Spaß. Ich bin jetzt aber auch nicht jetzt hier, ich spiele auch Battlefield und so. Ich bin jetzt hier nicht ein Call of Duty Fanboy. Die reden ja, manche Call of Duty ist nur noch schlecht.
Ja, also das kenne ich aber auch von anderen Spielen. Da reden viele, sind immer Motzen. Das gefällt mir nicht. Also jedes Spiel hat auch geile Sachen. Man sollte lieber sich über die guten Sachen freuen und die schlechten in Kauf nehmen. Ja. Vanguard habe ich bei Saturn für 20 Euro bekommen. Kann ich für 10 Euro wieder verkaufen. Habe ich 10 Euro für das Spiel ausgegeben. Der Versand war gratis. Habe ich Vanguard bei Saturn, gibt es bestimmt immer noch im Angebot für 20 Euro. Gibt es nirgendwo günstiger, auch nicht im Store. So, fahren wir zum ersten Mal Laguna Seca mit Reifenwechsel. So, was ist hier alles D-Klasse? Fährt ja noch ein Z4. Weil den wollte ich eigentlich nicht, aber nee, wir sind der einzige Z4. Jo. Mann, haben die alle hier eine schlechte Safety-Wertung. Safety-Wertung, ah, das ist das Schlechteste, was man haben kann. Und da bin ich immer gespannt. So, Traktion muss auf 3 bleiben mit Controller, das geht nicht anders. So, wünsche euch viel Spaß. Natürlich nicht bekannt. Der Z4 hat aber den besten Sound. Oh, Alter, da sind wir voll über. Da war eine Kante, Alter. Der ist gesehen. Da ist der ganze Wagen hochgeflogen. Na, wir holen noch auf. Alter. Müssen wir aufpassen, dass wir da das, dass uns das nicht nochmal passiert.
schon wieder. Da ist so eine Wurzel, ne? Da muss man echt aufpassen. Siebter Platz. Oh, Alter. Muss auf die Handbremse gehen. Der Z4 hat eine sehr schlechte Bremse. Ja. Sehr schwach auf der Bremse. Ein Deutscher vor uns. Ein Porsche. Wir kommen ran. Mach eine Karre rein hier, du Affe, du. Der Z4 ist nicht so gut. Der Porsche hinter uns ist besser, aber wir sind ein besserer Fahrer. Das hat einen Fehler gemacht. Pech gehabt. So ein langes Rennen. Wir können noch einen Platz gut machen vor uns. Wir fahren die auch mit weichen Reifen und sind deswegen schneller. Gelbe Flagge. Der Deutsche ist raus, oder was ist da los? Ja, wir sind Fünfter. Da geht noch mehr. Oh, 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 oh. Handbremse. Das war die Handbremse.
Der ist sehr schlecht auf der Bremse, der BMW. Aber ist, habe ich ja schon mal gesagt. Noch einer weg. Ne, der dreht sich immer noch. Also kein Platz gut gemacht. Aber an den vierten werden wir wohl nicht mehr rankommen. Werden wir sehen. Hinter uns, da müssen wir ein bisschen aufpassen. Der ist noch nah dran, der Engländer. Oh, was ist denn da los? Oh. Und tschüss. Gehen wir an die Box. Alter, vom letzten Platz auf den vierten. Das sieht doch gut aus. Rundenzeiten mit dem Pad sind auch gut. 1,26. Würde ich mal sagen. Oh, da muss aufpassen. Ja. Scheiße. Diese blöden. Na, ihr habt's gesehen. Diese blöden Würste hier. Hier auch wieder diese Wurst. Ein Straßenwagen kommt da rüber. Diese Wurst ist nicht so schlimm. Mist, Alter. Jetzt haben wir nach vorne keine Chance mehr. Obwohl. Vierter Platz ist super, wenn wir den halten können. Da wäre ich schon mit zufrieden. Was war das denn? Ah, noch ein abgezogen. Die hatten alle mittlere Reifen drauf. Jetzt müssen sie die harten fahren. Wir können weiche Reifen draufsetzen und werden schneller zum Schluss. Da geht noch mehr. Kann ich euch sagen. Vielleicht geht noch der zweite oder sogar der erste Platz. Das weiß ich nicht. Wenn das da vorne der zweite ist, könnte das sein, ja? Mist, Alter! Oh Mann, du! Scheißdreck! Ah, dann wird's wohl wahrscheinlich nur der dritte Platz. Diese blöde Wurst, Alter. Dann gehen wir jetzt auch in dieser Runde rein. Ach, der hinter uns, ja. Er macht uns keine Ärger mehr. Gehen wir jetzt in die Box. Ja, wir beide. Mittel nicht auftanken. Ein Zug von der Fluppe. Sechs Runden mit dem mittleren, das ist gut. Hat aber einen geringen Reifenverschleiß, der BMW, das muss man sagen. So.
Jetzt fahren wir sogar noch die Bestzeit. 1,24, das werden wir wohl nicht schaffen. Haben wir schon wieder einen Platz gut gemacht. Scheiß hier, Würstchen hier. Ja, wieder. Man merkt schon, er hat besseren Grip. Wir sind schneller als der hinter uns. Der wird uns nicht kriegen. Wir dürfen bloß keinen Fahrfehler machen. Dann sind wir bester Deutscher. Oh, was ist denn hier los? Raus mit dir. So, macht Spaß, Laguna Sticker. Kenne ich natürlich auswendig, auch von Forza. Nach vorne geht nichts mehr. Aber vom letzten auf den vierten Platz bin ich zufrieden mit. Wir konnten alle Engländer hinter uns lassen. Oh, aufpassen. Es gibt keine Auslaufzone, ist man gleich auf dem Schmutz. Da hinter uns kommt wieder ein bisschen näher ran. Oh, wir kommen näher an den Franzosen ran. Oh, 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 oh. Diese Kurve mag er nicht so gern. Muss ich manchmal die Handbremse mit benutzen. Wir sind schneller als der Franzose vor uns. Aber 7 Sekunden ist viel. Vielleicht sehen wir ihn bald. Noch sehen wir ihn nicht. Da vorne ist er. Noch 2 Runden. Aber er kommt deutlich näher. Ich glaube, der hat die harten Reifen drauf. Ich sag ja, zum Schluss wollten wir aufholen. Ja, 2 Sekunden haben wir schon gut gemacht. Da vorne sind 2. Ich glaube, der 2. Platz ist noch in Reichweite. Wenn die sich da vorne behaken, ist das unsere Chance. Ja, wir kommen deutlich näher. Geiles Rennen. 1,25 sind wir gefahren. 1,24.
fast die Bestzeit geknackt. Geil. Jetzt haben wir die gleich. Aber die werden uns nicht kampflos vorbeilassen. Ferrari und Beetle. Der Franzose war fair. Wir haben deutlich bessere Möglichkeiten hier. Vorbei sind wir. Geil. Mein bestes Rennen im Multiplayer. Der Russe ist weit weg. Geile Sache. Ich sag ja, zum Schluss die Weichen rauf. War die richtige Entscheidung. Der Z4 ist gut, Alter. Aber es war fair, also das kann man nicht... Vorsichtig. Kann man nicht anders sagen. Im letzten auf dem zweiten Platz, meine lieben Freunde. Da haut man einen Daumen nach oben raus hier. Wenn ihr das seht. Oder ein Abo und die Glocke anmachen. Kommen noch viel mehr Videos. Letzte Runde. Fährt sich wunderbar, wenn man sich erstmal eingefahren hat mit dem BMW. Mit dem Controller. Weil der PS5-Controller ist wirklich sehr geil. Jawohl, ja. Timo ist nur Achter geworden. Robin Hood. 80er Baujahr. Timo ist 84er Baujahr. Ich bin 42, dann ist er, glaube ich, 38. Jabba-dabba-du. Das war doch geil, oder? Mein Feuerzeug ist leer? Nö. Oh. Vielleicht sind wir bald wieder in der C-Klasse. Könnte sein. Meistens sind rausgegangen, das sind ja alles Kackpratzen, Alter. Wie muss fremd, fährt man zu Ende. Letztendlich. Und der hat gar keinen Boxenstopp gemacht. Der kriegt gleich eine Minute aufgebrummt. In Position verbessert. Das ist doch geil. 40.000, ja, das ist endlich mal was. Was für ein Ticket bekommen wir? Oh, 5 Sterne. Ja, wunderbar.
Liebemacher. Selbst, selbst, selbst am besten noch. Liebemacher, selbst, selbst, selbst. Ist er vom Teufel gefickt worden. Tanz der Teufel. Jo, könnte man jetzt wieder eins fahren, darf ich mal testen. Ja, wenn man einmal gefahren ist, kann man gleich wieder. Aber dafür muss ich. Naja, gut. Für morgen kaufen wir schon mal die passenden Reifen. Wir brauchen hier Wett. Na, ich weiß nicht, ob man Intermediate so ein Wett braucht. Ne, verwendbare Reifen. Pass auf. Wir nehmen beim nächsten Mal den hier. Und dann kaufen wir uns hier die mittleren. So. Fertig. Dann müssen wir noch eins fahren, aber reicht die Aufnahme jetzt nicht mehr. Will auch nicht zu lange machen, weil wir werden jetzt nicht. Ihr seht ja die Uhrzeit. Jetzt fange ich erst an zu zocken. Ich werde jetzt morgen viel früher anfangen zu zocken. Das Schöne ist, man kann die Videos im Hintergrund hochladen auf dem YouTube-Kanal und trotzdem zocken. Also die PS5 ist echt geil. Habe ich aber auch bei meinen Factory 820 Euro hinblättern müssen. Weil es gibt die auch bei Amazon, aber nur mit Einladung. Und die habe ich bis heute nicht bekommen. Ja, so lange wollte ich nicht mehr warten. Hat sich aber sehr gelohnt, ne? Gut, meine lieben Freunde, dann würde ich sagen, wisst ihr, was wir morgen fahren? Holen wir uns das Ticket ab. Geld wäre mir am liebsten. Mal sehen. Ja, den großen Batzen. Ich glaube, das ist 1 Million. Oh nö, Alter. 50.000 oder was sind das? 100.000. Oh. Ja, ich glaube, man kriegt hier 2 Millionen. Ich kann es euch mal zeigen. So. Nee, Moment, so. Guckt euch das an. Ich weiß nicht, ob es aufgezeichnet wird. Man kriegt ja für 20 Euro, 20 Euro nur 2 Millionen. Ja, das ist ja nix. Ja. Wie soll man denn? Da muss ich mir ja 100 Euro ausgeben für ein Auto, das 20 Millionen kostet. Kannst ja knicken. Das ist ja eine riesen Geldorgie hier bei Gran Turismo und das finde ich nicht gut an dem Teil. Das war früher nicht so. Und das ist ja ein Schnäppchen hier. Maserati. Ach, Baujahr 80, ja, da bin ich auch geboren. Und Christian heiße ich auch. Das ist ein Zufall. Der ist auch geil hier. Die kann man sich auch gut kaufen, aber wenn es denn um sowas geht hier, das ist ja unerschwinglich. Und erst recht die hier. Den habe ich schon. Cobra, ne? Ja, ich heiße ja normal Cobra 80. Der ist günstig hier. Ja, da muss ich mal Geld farmen. Und das muss ich euch jetzt nicht extra auch noch zeigen. Wir spielen jetzt Call of Duty, die Kampagne. Ja, die wird bestimmt sehr geil sein, mit Flugzeugfliegen und alles. Gut, meine lieben Freunde. Wenn ihr noch dran seid und mich hört, dann bedanke ich mich fürs Zuschauen. Schaut euch mal meinen Kanal an. Ich habe fast 2000 Videos hochgeladen in 5 Jahren. Ich möchte jetzt auch langsam endlich mal 1000 Abonnenten haben. Das ist mein Kanal schon locker wert. Ich habe über 200.000 Aufrufe schon. Und ja, aber wenig Abonnenten. Ja, und wenn ihr nichts verpassen wollt, auf dem PC, PlayStation, Nintendo und Xbox, dann haut ein Abo raus und macht die Glocke an. Dann sehen wir uns auch wieder. Alles klar. Bis zum nächsten Mal. Euer Robin Hood. Bye bye.